Winterferien. Andere gehen rodeln und Skifahren, aber Paula besucht mit ihrem Opa lieber die Ostseeküste. Aber was macht man hier bei typisch norddeutschem Wetter? Ein freundlicher Hotelmitarbeiter empfahl einen Besuch bei der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Manche denken dabei an die kleinen Spendenschiffchen, andere wie Paula vor allem an die imposanten, grell gestrichenen Seenotrettungskreuzer. Warum also nicht? 54 Standorte mit 60 Rettungskreuzern und Booten gibt es in Deutschland. Hier im Informationszentrum in Warnemünde gibt es erst einmal Informationen über den Arbeitsalltag der Seenotretter. Früh aufstehen, Frühstück essen, dann arbeiten, Schiff warten in diesem Fall, Mittagessen und immer wieder auch dann Wache. Wache hören, ist was los, müssen wir rausfahren. Viel trainieren, viel Arbeit auf dem Schiff, Kontrollfahrten, Übungsfahrten. Das ist eigentlich der Alltag der Seenotretter. Das Informationszentrum im ehemaligen Privathaus von Stefan Janssen ist ja schon mal interessant. Im Stefan-Janssen-Jahr 2013 wird anlässlich des 100. Todestages des tapferen Seenotretters hier bald eine große Ausstellung zu sehen sein. Aber auch die größte Ausstellung ersetzt kein echtes Schiff. Also nichts wie los zum Liegeplatz der Arkona. Die Besatzungsmitglieder zeigen den neugierigen Besuchern nicht ohne Stolz jeden Winkel. Paula hat großen Respekt vor den Männern. Rausfahren, wo andere sich am liebsten verkriechen würden, das erfordert bestimmt viel Mumm. Was sind das für Leute, die so etwas machen? Man sucht sich das ja so aus. Man beschäftigt sich mit der Frage, man weiß auch, dass es sein kann, dass man bei Orkan rausfährt. Und mit der Frage hat man sich dann auch verständigt und sagt, ja okay, das ist mein Job, das mache ich. Wichtig für die Retter ist, dass sie sich auf ihre Ausrüstung verlassen können. Dazu tragen ständige Wartung und aufmerksame Maschinisten bei, aber auch die Tatsache, dass man unabhängig von staatlicher Finanzierung ist. Wir können für unsere Mannschaften, für unsere Leute, die in den Einsatz gehen, entscheiden, was brauchen die. Und wir brauchen nicht mehr großartig Anträge stellen oder fragen, sondern das ist unsere Entscheidung, hinter der stehen wir und dann kriegen die Leute das. Dank fleißiger Spender und noch fleißigerer Mannschaften blickt die Gesellschaft seit ihrer Gründung 1865 auf mehr als 79.000 Gerettete zurück. Damit dies fortgeführt werden kann, ist viel Öffentlichkeitsarbeit nötig. So wird fast jede Woche eine Führung angeboten. Einen echten Seenotrettungskreuzer haben Paulas Freunde, die lieber in die Berge gefahren sind, bestimmt nicht zu bestaunen. Es gibt übrigens noch keinen festangestellten weiblichen Kapitän. Vielleicht ja nicht mehr lange.